kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic in der Unreal Engine. Ja, gestern dachte ich noch, das Projekt ist vorbei und heute kann es doch weitergehen. Nice. Ich habe einen alten Spielstand geladen und einfach noch öfter probiert, die Cutscene anzugucken bzw. auch mal wegzuklicken und einfach immer wieder probiert und irgendwann ging's dann. Und die Frage ist... Wie geht es jetzt weiter? Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Das habe ich natürlich gemacht, aber vorher war ich bei Baykadar, habe ein bisschen Mana gelernt und zwei der magischen Kreise. Denn der Zweikampf hat mir ja nicht ganz so gut gefallen und deswegen dachte ich, warum probieren wir nicht ein wenig die Magie aus? Manche lernen eben gar nichts dazu. Dann habe ich mir natürlich noch die ganzen Runen gekauft und danach ging es zum Orkfriedhof. Ich hatte nur einen offensiven Zauber, die Windfaust. Und die sah nicht nur merkwürdig aus und hatte kaum Reichweite, sie hat auch wenig Schaden gemacht. Also habe ich das Ganze sein lassen und wieder meinen guten alten Bogen verwendet. Und der war, wie schon so oft, die bessere Wahl. Auch die Orks hatten meinem Bogen nicht viel entgegenzusetzen, auch wenn ich hier schon ein paar mehr Pfeile brauchte. Im Orkfriedhof angekommen, testete ich meinen Lichtzauber und zückte mal wieder meine Nahkampfwaffe. Die hat hier auch sehr guten Schaden bei den Orks gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Die ganzen Mumien im Orkfriedhof habe ich natürlich auch geplündert. Die haben ja ziemlich gute Sachen in sich drin. Wow. Im Orkfriedhof habe ich natürlich auch noch die anderen Zauber getestet, zum Beispiel meinen Heilzauber. Und ich muss sagen, die Zauber sehen eigentlich recht nett aus. Ich bin nur bei manchen noch nicht ganz überzeugt. Naja, ich prügelte mich weiter mit den Orks und fand Baalukor. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Zusammen mit der Glatze machte ich den Orkfriedhof unsicher, verprügelte die Orks und suchte die Pergamentrollen. Ich habe auch nochmal versucht, die Windfaust einzusetzen, aber die war wirklich lächerlich schwach. Da war die gute alte Hau-drauf-Methode die bessere Wahl. Bei dem Orkkrieger habe ich auch überraschend viel Schaden mit meinem Bogen gemacht. Und den Rest erledigte mal wieder die Axt. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Ja, die Vision. Und Baalukor drehte mal wieder durch und sagte erst... Ah! Und dann... Oh! Mein Auftrag war somit erledigt und ich konnte zurück zu Kor Anga. Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Baalukor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Tot. Iberion ist tot. Tot. Tot? Tot. Was jetzt, Kor Anga? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Es war also an der Zeit, die Wassermagier zu unterstützen, aber vorher verprügelte ich noch einige Leute im Lager der Bruderschaft, weil ich nicht mehr viele Erfahrungspunkte brauchte, um noch eine Stufe aufzusteigen. Und ich wollte den nächsten Kreis der Magie lernen. Du musst, schnell, mach das nicht nochmal! Achte das Wort, die Visionen wurden deutlicher. Ja, und ich hatte Visionen von Feuerzaubern, und diese musste ich mir dann im alten Lager kaufen. Also besorgte ich mir den Feuerball und den Feuersturm. Diesen konnte ich zwar noch nicht benutzen, aber ich würde sicherlich später noch Kreis 4 lernen. Ein voll aufgeladener Feuerball macht gar nicht so wenig Schaden. Und man kann ja auch beim Casten weglaufen. Das macht das Magiesystem ziemlich cool, aber auch ein bisschen overpowered. Aber ich meine, wir haben den Bogenkampf gesehen, also können wir eigentlich nicht meckern. Denn der Bogen macht sowieso das ganze Balancing kaputt. Nach den ganzen Zauberspielchen ging es für mich zum neuen Lager. Ah, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Da will man sich einmal mit Gorn unterhalten und auf einmal kommen 500 Leute vorbei. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Das habe ich natürlich gemacht. Aber vorher war ich bei Kronos und guckt euch mal diese Haltung der Wassermagier an. Die tragen die Roben nicht aus ästhetischen Gründen. Das ist einfach ein XXXXL-T-Shirt. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Das musst du sofort Saturas berichten. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Ja, schlechte Nachrichten hatte ich auch. Was hatte ich natürlich im Sumpflager vergessen? Den Fokusstein und den Almanach. Da habe ich vor Frust erstmal Lee und Auric verprügelt. Die ganzen Waffen habe ich dann bei Reordian verkauft, mich zurück zum Lager der Bruderschaft teleportiert, die Sachen eingesammelt und dann bin ich zurückgelaufen. Unterwegs habe ich dann nochmal Halt im alten Lager gemacht. Ich wollte die Erzbarone verdreschen.
Gesagt, getan. Erstmal war Arto dran und mit Artos Waffe verprügelte ich dann Marvin. Weg mit der Waffe! Bevor ich zum neuen Lager zurückging, habe ich auch nochmal Kavalon besucht, denn eine Sache hatte ich bei den Händlern noch nicht probiert. Konnte man sie verprügeln und ihr ganzes Inventar stehlen? Ja, konnte man. Erzprobleme gab es also auch keine und ich konnte mir alles kaufen, was ich wollte. Also habe ich mir auch noch Runen bei Kronos gekauft. Es ging natürlich nochmal zu Saturas und ich fragte: Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Ja, und wenn er das kann, dann kann ich das schon lange. Also habe ich nur noch Eordian besucht, mir meine permanenten Tränke abgeholt und noch einige Geschwindigkeitstränke gekauft. Naja, und das war's mit dieser Folge. Dann würde ich noch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Das Video ist vorbei. Gib doch mal ein Like und abonniere.